Kommst du mal, Finn? Da ist der Erste. Der kleine Waller. Ah, die sind nicht groß. Ast rein. Ich danke dir, danke. Der erste kleine Waller ist gefangen. Toller Speisefisch. Den werden wir in den nächsten Tagen zubereiten, zusammen mit dem Stefan. Da gibt es dann ein Video auf Mike's Big Cooking, was man denn schön machen kann mit so einem Waller. Und ja, man sieht das, ne? Das sind so Fische, die haben 2 Kilo, 3 Kilo, sowas um den Dreh rum. Das ist genau die richtige Größe eigentlich, um die auch in der Küche zu verarbeiten. Ganz einfach gefangen, einfach auf Wurm im Mittelwasser. Läuft! Der nächste Wels im Drill. Halt mal da unten drauf, da kommt er jetzt hoch. Nee, da unten. Sind schon Jungs mit Kraft. Komm her, kleiner. Ja, Ast rein, da ist er drin. Eingetütet, genau so ist es. Der hat jetzt gerade einen auf die Glocke bekommen, bewegt sich noch ein bisschen, aber der ist auf jeden Fall schon tot. Und man sieht da unten, ganz tief drin, da hat er sich den Tauwurm reingehauen. Fisch. Ja. Und der nächste Fisch ist eingestiegen. Auch wieder ein schöner Waller. So. Ja, Finn, Petri. Petri, dank. Wieder mal ein schöner Waller auf Tauwurm. Scheint wohl, als würden die Tauwurm echt mögen. Ja, Finn, du hast eine normale Forellenmontage dran. Ja, ich fische einen Schwimmer mit einem Glas. Ja. Also normale Forellenschleppmontage. Nur den Haken habe ich geändert zum Aalhaken und genau. Einfach einen Wurm dran. Genau, du hast einen größeren, dickeren Haken dran gemacht. Ja, genau. Ich habe das hier viel einfacher und viel primitiver sozusagen. Ich nehme einfach, habe einfach auf der Hauptschnur einen Stopper gemacht und habe jetzt hier einen kleinen, das ist ein Waggler eigentlich. Das heißt, der ist in sich ausgebleit. Ich brauche kein extra Blei, ich brauche kein Glas, ich brauche keinen Wirbel. Schieb das dann so dran. Jetzt ist das fixiert. Ich kann das jetzt nach oben und unten schieben. Und ans Ende
von der Hauptschnur. Ne? Kein Wirbel, da ist nichts dran. Am Ende von der Hauptschnur habe ich auch einen Aalhaken dran. Und jetzt mein Tauwurm. Und das kann ich jetzt astrein einstellen in allen Tiefen. Das heißt, ich ziehe das einfach mit dem Stopper hoch und runter. Ich habe jetzt hier praktisch eine Route, die ich sonst immer zum Grund, für die Grundangelei nehme. Ich habe ja hier eine Bodentasterroute. Die Steel Trout ist das hier. Ich habe eine Steel Trout 2 und eine Steel Trout FXR, die sind ja sehr ähnlich. Habe ich jetzt hier mitgenommen und ich habe als dritte Route noch zur Seite gelegt, als Reserve eine Katapult. Die habe ich alle genauso gemacht. Alles Längen so um die 3 Meter. Das heißt, ich habe gar keine 4 Meter Route jetzt mit, sondern kürzere Routen. 3 Meter, 3 Meter 30 reicht völlig aus. Ich habe jetzt hier eine Ryushi da dran und bei der anderen Route habe ich eine Swift dran. Und ich benutze tatsächlich 18er Schnur. Das heißt, ich benutze normale Forellenschnur, normales Forellengerät und das reicht auch vollkommen aus. Man braucht also nicht irgendwie was Besonderes, das hast du ja auch nicht. Nein, ja, man braucht nicht so eine Knüppelschnur, genau. Die vertüttelt auch sich zu viel, zu schnell vertüttelt die sich. Ja. So eine normale, dünne Forellenschnur reicht. Die soll nicht zu dünn sein. Und wenn ich damit ein 4 Kilo Forelle rauskriege, kriege ich auch ein 2 Kilo Wels damit raus. Ja, der nächste Fisch ist im Drill. Alle im Mittelwasser. Tauwurm im Mittelwasser. Das scheint heute gut zu sein. Da kommt er. Guck mal. Guck mal. Du musst ihn im Bildschirm sehen, ne? Das ist wichtig. So, da kommt er. So ist es, eingetütet. Der nächste Fisch ist eingetütet. Astreine Welse, guckt euch die an. Das sind einfach tolle Speisefische. Und dann am Montag gibt es ein Video auf Mike's Big Cooking. Da werden sie filetiert und aus den Filets machen wir dann super leckere Wallon Nuggets. Astrein ist das. Wallon im Forellensee. Warum macht man das? Viele Forellenteiche werden im Sommer viel zu warm. 20, 22, 24 Grad ist ja im Sommer, im Frühling nichts Besonderes eigentlich für einen Forellenteich, wenn er flach ist. Und Forellen finden das natürlich nicht so besonders toll. Das sind Kaltwasserfische, sagen wir mal, bei Temperaturen über 20 Grad gibt das immer ganz schön kritisch. Und deswegen suchen viele Forellenseebetreiber natürlich Alternativen. Europäischer Wels ist eine super Alternative, weil es ein extrem schmackhafter Fisch ist. Afrikanischer Wels, Afro-Wels, ist eine andere Alternative. Stör ist auch eine Alternative. Alles drei Fischarten, die sehr, sehr lecker sind. Und gerade wenn man sie filetiert hat, häufig hat man dann eben gerade beim europäischen Wels zum Beispiel, ein Filet, was absolut grätenfrei ist. Das kommt vielen Leuten, die bei Forelle ein bisschen Probleme haben mit den Gräten, einfach auch entgegen. Außerdem macht es natürlich Spaß, einfach mal andere Fische zu angeln und es sind größere Fische. Also das hier, ich glaube, heute haben wir noch keinen Fisch gefangen unter 2 Kilo oder vielleicht auch 1,8 Kilo, ich habe es nicht nachgewogen. Und das macht natürlich einfach richtig Spaß. Hier im Forellensee oder hier im Angelpark Hochmoor im Teich 4 werden im Sommer immer Fremdarten besetzt. Es sind dann immer noch Forellen drin, aber das Wasser ist eigentlich viel zu warm, um neue Fische zu besetzen. Und das hier ist der Lachsteich. Gerade Lachsforellen sind ein bisschen empfindlicher als normale Forellen. Und da braucht man im Sommer eigentlich nicht mehr anfangen, hier Lachsforellen einzusetzen. Die gehen dann nicht mehr an den Köder, selbst wenn sie überleben.
es macht einfach keinen Spaß, muss man einfach ganz klar sagen. Es werden dann Störer eingesetzt, es werden Aale eingesetzt, eine Sache, die natürlich auch ganz viel Spaß macht. Es werden Welse eingesetzt und hier ist jetzt gerade praktisch der Anfang vom Sommerbesatz gemacht worden, vor ein paar Tagen, ich glaube Anfang der Woche irgendwann. Und das macht mir natürlich dann Spaß. Stefan hat mir Bescheid gesagt und sagt, komm vorbei, wenn du Spaß dran hast. Wonach ich immer wieder gefragt werde, ist, da sind ja sonst keine Leute zu sehen am Forellensee. Es sind außer mir im Augenblick noch 1, 2, 3, 4, 5 Leute und Finn und ich sind da, das heißt, wir sind zu siebt an diesem Forellensee. Aber ich versuche natürlich möglichst die anderen Leute nicht mit aufs Bild zu bekommen. Das heißt, ich halte normalerweise die Kamera so, dass die anderen Leute nicht zu sehen sind, weil, wenn sie zu erkennen sind, gibt es unter Umständen Probleme mit dem Datenschutz. Warte, ich gehe mal eben auf die andere Seite von der Route. Finn, der nächste Fisch kommt hier. Ja. Hier ist eine richtig dicke Forelle gerade. Da kommt der Fisch jetzt hoch. Da kommt er. Gucke mal. Da ist der Fisch und wenn man sich das hier anguckt, kann man das sehen so? Ja. Hat er den Tauwurm wieder genommen. Kameramann! Da ist er! Kannst du ihm mal einmal mit den Kescher geben?
Nicht da oben hin. Du musst da unten auf die. Du musst auf den Fisch drauf. Du musst da gucken, was du da siehst. Nicht in der Gegend rumgucken. Siehst du? Ja. Okay, da ist er. Guck da unten hin. Da. Warum angel ich so gerne auf Wels? Zum einen macht der Fisch an der Rute richtig Spaß. Das ist einfach mal ein größerer Fisch, das ist keine 250 Gramm Forelle, ist ein größerer Fisch. 2 Kilo, 3 Kilo, einfach toll. Zum zweiten finde ich den kulinarisch einfach klasse. Ein grätenfreier Fisch, ich habe im letzten Jahr ein Video darüber gemacht, zum einen wie man ihn züchtet, verlinke ich euch hier, und zum zweiten auch ein Video gemacht, wie man ihn filetiert. Das ist wirklich nicht schwer, und wenn man ihn aus der Haut geschnitten hat, kann man das Filet wunderbar benutzen. Ein grätenfreies Filet, das richtig gut schmeckt. Und man kann ganz viele Sachen damit machen. Wir werden zusammen mit dem Stefan hier vom Angelparadies Hochmoor, der ist ja Koch, und da werden wir in die Küche gehen in den nächsten Tagen und werden Nuggets daraus machen. Zusammen mit einem Dip, super, super, super lecker, ganz große Klasse. Praktisch wie ja, kleine Nuggets vom Wels, total lecker, wenn das ein bisschen knusprig ist. Das ist einfach toll. Man kann die Fische sehr, sehr, sehr gut räuchern, als Ganzes oder auch als Filet. Man kann daraus eine Art Stremelwels machen. Es ist vielfältig wirklich zu benutzen. Und wenn man die Fische filetiert hat, so ein Filet ist ja eingeschweißt und dann in den Kühlschrank gelegt oder in die Tiefkühlung gelegt. Da kann man den natürlich auch ohne Probleme dann ein halbes Jahr aufbewahren und kann ihn dann weiterverarbeiten. Es sind einfach richtig tolle Fische, die man nicht verwechseln darf mit diesen riesengroßen Welsen von 1,50 Meter oder größer, die man im Rhein oder im Donau oder sowas fängt. Das sind wirklich fette, große, alte Fische, und das hier sind ganz, ganz, ganz tolle Speisefische. Und das ist etwas, was mir total Spaß macht beim Fang auch schon dieser Fische. Hier ist jetzt wieder ein Fisch, ein Wels eingestiegen. Und hat natürlich direkt die andere Rute mit einkassiert. Das ist das Blöde, wenn ein Wels so schnell man nicht reagieren kann. Ja. Siehst du denn die Pose dadurch jetzt? Du musst ein bisschen weiter runter. Das gibt einen Tüdel. Come on, man. Da ist er. Kannst du eben mal einmal mit den Kescher geben? Ja. Nicht da oben hin. Du musst da unten auf die. Du musst auf den Fisch drauf. Du musst da gucken, was du da siehst. Nicht in der Gegend rumgucken. Siehst du? Ja. Okay, da ist er. Guck da unten hin. Da. Da ist der nächste. 6 Fische haben wir jetzt. Das ist doch schon mal von solchen Fischen 6 Stück. Das ist schon mal richtig gut, oder? Wann ist eine gute Zeit, um auf Wels zu angeln? Eigentlich immer. Theoretisch ist das ein nachtaktiver Fisch, der spätabends und frühmorgens am besten gefangen werden kann. Tatsache ist, ich sehe eigentlich bei Forellen das im Sommer viel stärker, dass die frühmorgens beißen als Welse. Die Welse, wir haben um 10 Uhr, um 11 Uhr, um 12 Uhr jetzt Welse gefangen, also tagsüber ganz normal in der Mittagshitze. Also ist eigentlich überhaupt kein Problem. Die beißen eigentlich die ganze Zeit. Vielleicht ist es früh morgens und spät abends ein bisschen besser, vielleicht ist es nachts noch besser, aber das braucht man wirklich nicht. Es reicht vollkommen, sich morgens früh zu kommen und tagsüber sich auf Wels anzusetzen. Die Fische beißen einfach. Viel wichtiger ist eigentlich im Mittelwasser und nicht am Grund, auch wenn dieser Irrglaube immer wieder existiert. Vielleicht in Grundnähe, aber eigentlich freischwebend. Die Fische schwimmen herum und die nehmen dann auch den Köder wahr und nehmen den.
ich habe jetzt alle Fische im Mittelwasser gefangen oder vielleicht im unteren Mittelwasser, kann man auch sagen, vielleicht also 70, 80 Zentimeter über Grund, Meter über Grund, sowas um den Dreh rum, aber auf jeden Fall höher, nicht am Grund. Und der Fisch ist eine super gute Alternative zum normalen Forellenangeln im Sommer. Es macht wirklich total viel Spaß und ich kann das wirklich jedem nur empfehlen, zumal er einfach, ich sage das immer wieder, kulinarisch einfach klasse ist. Und ich finde den persönlich leckerer als Forelle. Finn, du hast jetzt einen Wels? Ja. Ich habe ein bisschen mehr. Hat Spaß gemacht? Mhm. Sehr Spaß gemacht. Und ein paar Bisse hatten wir auch noch, aber... Genau, wir haben einige Fische nicht bekommen, ne? Das muss man einfach mal sagen. Wir haben einige Fische nicht bekommen, haben abgezogen und ja, wir haben aus irgendeinem Grunde die Fische nicht bekommen. Normalerweise, wir haben viele Bisse auch noch gehabt, die aber nicht von Welsen waren. So Nibbelbisse, wo die Pose so ein bisschen wegging immer wieder und dann so sich 10 cm bewegt hat, dann wieder wegging. Ich habe heute Morgen dann noch einen Barsch drauf gefangen. Ich denke, das andere waren einfach Rotaugen oder so, einfach Weißfische, vielleicht auch kleine Barsche. Aber insgesamt eine Sache, die viel Spaß gemacht hat. Ja. Ja. Hast du ein bisschen was so gelernt, geguckt, was man machen kann? Ja. Weil die Welse sind ja weiterhin hier drin und ich bin ja nicht immer vor Ort. Dann kannst du ja vielleicht demnächst noch mal ein bisschen probieren, ob man damit was fangen kann. Und ich denke, so eine Montage, wie ich sie jetzt gemacht habe mit dem Waggler, ist ja super einfach. Ja. Tauwurm, Mittelwasser und ich denke, das war's schon. Du willst jetzt noch ein bisschen weiter angeln? Ja. Wir haben jetzt frühen Nachmittag und ich werde jetzt Feierabend machen. Ich habe genug Fisch und ich habe noch ganz viel zu tun zu Hause. Es reicht mir einfach. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich wie immer über ein Like und über ein Abo freuen. Schaut auch bei Facebook und bei Instagram vorbei unter Mike's Big Trouts und guckt auch auf den Schwesterkanal Mike's Big Cooking. Da werden wir jetzt demnächst die Welse auch zubereiten. Da gibt es dann Welsen-Nuggets. Ganz leckere Angelegenheit. Solltet ihr euch auf jeden Fall angucken. Mit so ein bisschen Dip dabei. Super toll. Bis dann. Ciao. Tschüss.